Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Wassergesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften, Drucksachen 6384/19 zu 5462/19. Und ich bitte für die Berichterstattung Herrn Landau nach vorne. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD und der FDP bei der Enthaltung der LINKEN den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19/6381 anzunehmen. Vielen Dank. Danke, Herr Landau. Ich eröffne die Aussprache. Die vereinbarte Redezeit sind 10 Minuten. Und als Erstes hat sich Frau Dorn, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben hier das Wassergesetz vorliegen, und man muss wissen, bis in die 70er Jahre hinein wurden einfach bezüglich der Gewässer große Fehler gemacht. Die Flüsse wurden begradigt, sie wurden verrohrt, sie wurden kanalisiert. Wir haben da heute durchaus Probleme damit, gerade wegen den Überflutungen, aber auch besonders, weil unsere Tier- und Pflanzenwelt in diesen wichtigen, sensiblen Bereichen nicht entsprechend sich entwickeln können. Wir haben das Wassergesetz jetzt eine Novelle vorgeschlagen. Ich finde, ein sehr guter Vorschlag, ein guter Kompromiss, der auch alles entsprechend ausgleicht, was wir an Schwierigkeiten hier auch vorliegen haben, der genau dafür sorgt, dass wir zum einen mehr Platz haben für unsere Bäche und unsere Flüsse und zum anderen, dass weniger Einträge in unsere Gewässer kommen. Insofern bedanke ich mich sehr für diese guten Beratungen bezüglich dieses Gesetzes. Ganz konkret sind 5 Punkte. Zum einen die Gewässerrandstreifen, also die Randbereiche in den Gewässern, die haben wir jetzt besser geschützt mit diesem Gesetz, was vorliegt. Das heißt, sowohl außerorts als auch innerorts gilt ein Gewässerrandstreifen, jetzt eben neu innerorts 5 Meter. Das geht zum Beispiel bei der Ausweisung von Baugebieten. Das ist sehr wichtig, dass die jetzt nicht mehr möglich sind in diesen ganz nahen Bereichen. Wir haben endlich einen entsprechenden Abstand von 4 Metern, wo nicht mehr gedüngt werden darf, wo keine Pflanzenschutzmittel mehr verwandt werden dürfen. Es ist ganz wichtig, dass sie nicht mehr direkt in die Gewässer geraten. Frau Kollegin Löber hat das alles als unglaublich unzureichend beim letzten Mal kritisiert. Frau Kollegin Löber, ich frage mich, wo liegt denn jetzt eigentlich Ihr Änderungsantrag vor? Was wollen Sie denn jetzt eigentlich konkret? Auf den habe ich eigentlich die ganze Zeit gewartet. Ich darf noch einmal hier betonen, dass wir besser sind beispielsweise als in Niedersachsen, wo nur 1 Meter gilt. Wir sind bei 4 Metern. Die Düngeverordnung entspricht auch 4 Metern auf Bundesebene. Da sind wir sozusagen angeglichen, und wir haben hier eine deutliche Verbesserung zum Status quo jetzt vorgenommen. Ganz wichtig finde ich auch, wie gehen wir da heran? Wir gehen es vor allem so heran, dass wir über Förderung das Ganze erreichen wollen. Das heißt, mit der neuen GAP-Periode wollen wir eine bessere Förderung für diesen Schutz der Gewässerrandstreifen, beispielsweise, dass, wenn man ganz Ackerbau aufgibt, dass man auch bessere Fördermittel bekommt. Das haben wir uns vorgenommen in diesem Gesetz. Dritter Bereich, ganz wichtig, Hochwasserschutz. Das könnte man sozusagen sich jetzt ablösen lassen von der Bundesebene. Wir haben aber dann sehr guten Status quo, was Hochwasserschutz angeht, also sehr gute Regelungen. Wir wollen nicht, dass die aufgeweicht werden. Deswegen setzen wir uns hier unseren hessischen Standard fort, was sehr wichtig ist. Gerade in Bezug auf den Klimawandel und den zunehmenden stärkeren Überflutungen ist das sehr wichtig. Der vierte Punkt noch einmal bezüglich Klimawandel. Wir haben das Problem, dass durch Gewässerentnahmen, also Menschen, die aus den Bächen für ihre eigene Bewässerung ihre Gärten Wasser entnehmen, zunehmend die Bäche, die kleineren Bäche trockenlegen im Sommer. Da haben wir jetzt Grenzen eingezogen, dass wir einen Schutz haben für diese kleinen Bäche, die ja ganz wichtig sind für die Fauna und Flora vor Ort. Und der fünfte Punkt. Wir haben die Anhörung entsprechend ausgewertet. Da kam oft noch einmal entsprechend wurde aufgenommen, dass es schwierig wäre, wenn die Kleingärtner so großzügig ausgenommen sind aus den Regelungen. Das haben wir beherzigt, und die Kleingärtner sind entsprechend jetzt nicht mehr derart privilegiert, sondern sind auch mit berücksichtigt, weil die einfach auch maßgeblich zur Belastung beitragen. 5 wichtige Punkte.
Bei all den Punkten haben wir berücksichtigt, dass es natürlich schwierige Interessenkonflikte gibt zwischen der Landwirtschaft, zwischen den Kommunen, zwischen den Belangen von Natur- und Umweltschutz. Ich finde, das, was wir gemacht haben, ist eine sehr gute Grundlage, ein sehr guter erste Schritt, um hier voranzukommen zum Wohle aller. Und vor allem setzen wir ganz stark auf die Förderung und auf einen besseren Ausgleich. Ich finde, die Anhörung hat gezeigt, dass wir hier auf einem guten Weg sind. Und ich verstehe, ich hoffe mal, Frau Kollegin Löber, Sie hatten letztes Mal sehr drastische Worte gewählt, dass Sie jetzt uns noch einmal darstellen, ob Sie entweder jetzt auch mittlerweile überzeugt sind oder warum Sie keinen Änderungsantrag gemacht haben. Denn ich finde immer bei solchen wichtigen Themen, wenn man sich in einen Konflikt begibt, und das ist ein konfliktreiches Thema, dann muss man auch dazu stehen und sagen, das ist unser Vorschlag, dann muss man sich auch mit den Verbänden entsprechend unterhalten, wie wir es gemacht haben. Wir sind mit allen ins Gespräch getreten und haben gesagt, das halten wir für richtig, und hier gehen wir auf Sie zu. Und ich frage mich, was sind dann eigentlich Ihre Vorschläge? Vielen Dank. Danke, Frau Dorn. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Landau zu Wort gemeldet. Herr Präsident, nochmals, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will das Stichwort von Angela Dorn, Konflikt, aufnehmen. Ja, es ist ein Thema, wo man sich unterschiedlich positionieren kann, wo man die Sache aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann. Und da bin ich schon eigentlich bei meiner ersten Aussage, die ich hier heute treffen will. Wir stehen mitten in der Debatte. In der Debatte dahingegen, denn unsere Veränderung, die gehen manchen, denen wir angehört haben, nicht weit genug. Da sind beispielsweise die Wasserwirtschaft, die VKU oder auch der Fischereiverband. Aber wir haben umgekehrt auf der anderen Seite natürlich auch den anderen angehört, denen das, was wir jetzt hier vereinbaren, gesetzlich vereinbaren, zu weit geht. Ich nenne da den Waldbesitzerverband, VCI oder auch IHK. Aber ich sage dann auch in aller Deutlichkeit, wer Politik als Ausgleich, Abwägung, Kanalisierung von Einzelinteressen im Sinne und zum Wohl eines größeren Ganzen versteht, so wie wir das als CDU grundsätzlich tun, dann ist es genau richtig so, und dann fühlen wir uns auch mitten in der Debatte wohl. Klar ist natürlich dann auch, wenn man nicht Einzelinteressen folgt, dass man natürlich da niemanden vollendlich glücklich macht, sondern dann bleibt natürlich immer ein Restkritik. Aber das ist dann so, wenn man den goldenen Mittelweg gefunden hat, ist das einfach hinlänglich so. Vieles hat Frau Dorn eben schon angesprochen, deshalb will ich auch nur ganz kurz auf die eine oder andere Sache eingehen. Und Frau Löber, verzeihen Sie es mir, wenn dieser Satz ausdrücklich Ihnen gilt, weil es ist ja schon angesprochen worden, dass Sie ja hier schon einmal einen großen Vortrag gehalten haben, was denn eigentlich hätte noch in diesen Gesetzentwurf alles reingemusst. Ja, wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, das Wassergesetz einer Evolution und nicht einer Revolution zu unterziehen, sondern weil eben die Interessenslage sehr schwierig ist, eben behutsam uns dem zu nähern, was uns wichtig ist. Und der Gewässerrandstreifen als einer der zentralen Dinge, auch das ist schon genannt worden, den haben wir uns auch eben ganz behutsam angenähert. Und wir haben gesagt, wir wollen hier einige Dinge verändern, aus Klimaschutzgründen, aus Gründen des Gewässerschutzes. Und es ist schon gesagt worden, wir haben jetzt nicht nur den 10 Meter Streifen, Gewässerrandstreifen im Außenbereich, sondern auch im Innenbereich, den wir freihalten wollen von Bebauung und einer anderen Dinge, weil wir sagen, also er könnte sich negativ aus die oder die bisherige Nutzung könnte sich negativ auf die Wasserqualität auswirken, das wollen wir abstellen, aber er kann auch schädlich sein für den Hochwasserschutz. Ein Gebäude kann dadurch als ein unwillkommenes Hindernis sein, und deshalb haben wir uns da auf einiges verständigt. Wir haben auch gesagt, dass die Düngung in diesem Gewässerrandstreifen halt auch etwas strenger gehandhabt werden muss, weil es doch erwiesen hat, dass es ein Herd diffuser Einträge von Schadstoffen ist, und wir das halt eben im Sinne der Gewässerqualität auch verändern wollen. Im gleichen Grunde haben wir uns auch dann darauf beständigt, die Kleingärtner nicht mehr zu privilegieren. Weil, und da sieht man auch, eine Anhörung ist uns wichtig, wir nehmen sie ernst, wir hören da nicht nur einfach zu, sondern wenn man uns mit guten Argumenten begegnet, dann nehmen wir sie auch auf. Und an dieser Stelle haben wir das gemacht. Wir haben sie zunächst, die Kleingärtner, privilegieren wollen, haben das rausgenommen, weil wir viele Argumente von vielen Anzuhörenden vorgetragen bekommen haben, die eben gesagt haben, also
Das ist so eine Sache, da kann schon einiges passieren, was der Gewässerqualität, der Wasserqualität abträglich ist. Und nehmt sie in die Gesamtverordnung Verantwortung für das Gewässer mit ein. Und das haben wir dann am Ende auch gemacht. Und wir denken, das ist richtig so. Wir haben aber auch immer wieder betont als CDU, wenn wir dort zu Veränderungen kommen, dann wollen wir das mit Augenmaß und mit Vernunft machen. Und wir wollen natürlich auch, dass das Maximum an Nutzung von in so einem Gewässerrandstreifen auch nach wie vor wichtig ist. Und das findet sich beispielsweise auch dann dahingehend wieder, dass wir gesagt haben, Düngeregelung, die lehnen wir an das landwirtschaftliche Fachrecht an. Und weil wir einfach sagen, dort sind schon so viele Dinge gut geregelt und sind festgehalten worden, dass wir es nicht so machen wie manche andere Bundesländer und dass wir dort halt eben das eine oder andere noch auch mit Übergangsfristen zulassen. Ein Punkt, den ich hier auch noch ansprechen will, ist das Vorkaufsrecht. Das haben wir auch in einerlei Hinsicht relativ kontrovers diskutiert. Wir haben aber gesagt, es ist notwendig, den Kommunen, die ja da sozusagen der Auftraggeber dann auch sind, was Gewässerschutz und Hochwasserschutz angeht, wenn wir ihnen dieses Vorkaufsrecht einräumen, dann halt wirklich nur auf die wasserrechtlich notwendigen Flächen. Also wir wollen nicht den Kommunen sozusagen in Gänze dort ein Vorkaufsrecht einüben, sondern nur, wenn diese Flächen eben für die beiden Themen, die ich eben angesprochen habe, auch absolut notwendig sind. Wir haben uns, und das habe ich ja beim letzten Mal schon vorgetragen, auch uns den Problemen angenähert, beziehungsweise wir haben es geregelt. Sie alle kennen das. Mehrere Einfamilienhäuser sind Anlieger an einem Bach. Und alle sozusagen nehmen dann ihr Wasser zum Blumengießen und Rasensprengen daraus. Und was passiert, wenn wir eine Trockenperiode haben? Der Bach fällt dann am Ende trocken. Und das brauche ich Ihnen dann nicht sagen. Das ist absolut schädlich für die Fische und die Pflanzen, also für die Ökologie in diesem Gewässer. Deshalb haben wir dort halt eben eine Einschränkung, eine Nutzungseinschränkung in den Gesetzentwurf reingeschrieben, weil wir einfach denken, Trockenfallen kann durchaus immer häufiger passieren und wir müssen dem auch dann gerecht werden. Bei der Unterhaltung oberirdischer Gewässer haben wir durchgesetzt, dass künftig weiterhin die Belange der Land- und Forstwirtschaft berücksichtigt werden. Das war uns sehr wichtig. Diese Belange sind berechtigt und werden von vernünftigen und fachkundigen Personen vertreten. Es ist uns für uns als CDU zwingend, dass deren Argumente bei der Planung auch in Zukunft gehört werden und in die Entscheidung mit einbezogen werden. Und wir haben das in dem Änderungsantrag dann auch entsprechend festgeschrieben. Wir schaffen neue Regelungen zur Ausweisung, Frau Dorn hat es angedeutet, von Hochwasserschutzgebieten, weil wir einfach erkennen müssen, Sie alle kennen den Begriff von dem 100-jährigen Hochwasser. Also man kann da schon sagen, also es tritt jetzt leider nicht mehr alle 100 Jahre, sondern in wesentlich kürzeren Intervallen und immer heftiger ein, sodass wir hier angepasste Regeln haben müssen. Wir merken, dass hier die Klimaveränderung sozusagen uns nötigt, dort klare Vorsorge und Schutz zu treffen, weil wir nicht wollen, dass am Ende Mensch, aber auch Wirtschaftsgüter und die Umwelt Schaden leiden, sondern wir müssen darauf reagieren, dass dort jetzt andere Schadenslagen durchaus eintreten können. Uns ist klar, ich hatte es schon angedeutet, dass dieses Gesetz unterschiedlich beurteilt wird. Die verschiedenen Interessenslagen bedingen dies. Und ich habe es ja gesagt, wir haben versucht, dort einen Ausgleich herbeizuführen. Aber ich bin schon sehr glücklich darüber, dass wir eine ganz breite Zustimmung der kommunalen Familie haben. Das mag daran liegen, dass eine kommunale Familie, die kommunalen Spitzenverbänden innerhalb ihrer Verbände auch um Ausgleich bemüht sind, so wie wir das als CDU auch tun. Deshalb sind wir dort wohl wahrscheinlich relativ nah beieinander. Und ich will durchaus einen Punkt ansprechen, der sich bei allen Stellungnahmen aus der kommunalen Familie wiederfinden, dass man dort sagt, man hätte vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch einmal ein Wort gehört zu dem Thema Eigenkontrollverordnung. Da muss man aber wissen, und die meisten von Ihnen werden das, dort sind wir immer noch im Dialogverfahren, da hat es noch keine Verständigung gegeben. Und ich bin der Überzeugung, dieses Thema ist so komplex und so weitgehend, dass man vielleicht sich diesem Thema separat besser widmen sollte, als dass man es hier als Anhängsel dann noch irgendwie mitbehandelt. Und da muss man einfach mal schauen, wie da die weitere Verständigung sein wird. Insgesamt glaube ich, dass wir mit dem, was wir Ihnen hier heute vorlegen, ein handhabbares, ein praxistaugliches Gesetz vorgelegt haben.
dass die Welt an und um die Gewässer nicht revolutionieren wird, aber es wird zu mehr Gewässerschutz beitragen, zu mehr Hochwasserschutz beitragen. Und das ist das Hauptanliegen, und dem tragen wir sehr, sehr gut Rechnung. Insofern kann ich Ihnen die Annahme nur empfehlen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Landau. – Für die FDP-Fraktion hat sich Frau Knell zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfs hatte ich mich schon skeptisch geäußert, dass das hier vorliegende Gesetz der Landesregierung verhältnismäßig bei der Einschränkung von Eigentum und den Vorschriften gegenüber den Landeigentümern und Nutzern, also den Landwirten, ist. Ich war dann gespannt auf die Anhörung, und dort wurde ich in großen Teilen meiner Skepsis bestätigt. Sowohl die Landwirte, und zwar die Biolandwirte, genauso wie auch der Bauernverband und der Bund der Milchviehhalter, als auch die Waldbauern haben ernste Bedenken vorgetragen, die in der Tat deutlich gemacht haben, dass die Beschränkungen erheblich sind. Es wurde deutlich, dass das gesamte Gesetz grundsätzlich einen falschen Ansatz verfolgt. Es arbeitet mit Verboten und Gängelungen und widerspricht zum Teil anderen Gesetzen und Fördermöglichkeiten diametral. Dazu kommt eine schleichende Enteignung durch die Vielzahl der Maßnahmen. Technische Lösungen, die z.B. in der Düngeverordnung verankert sind, werden im Bereich der Gewässerrandstreifen nicht berücksichtigt. Das Kuriose dabei ist, dass das Land über die Agrarinvestitionsförderung Techniken zur Düngung und Pflanzenschutzmaßnahmen fördert, die Einträge ins Wasser verhindern. Diese Techniken dann aber pauschal in den Gewässerrandstreifen zu verbieten, ist völlig widersinnig. Das sagen Ihnen auch alle Praktiker. Besonders interessant dazu war dann die Stellungnahme eines jungen Landwirts, der von sich aus bei der Anhörung erschienen ist und Ihnen mit großer Sachkunde und Engagement diese Dinge vorgelegt hat. Nachdem die Anhörung vorbei war und Sie das Gesetz sogar eine Runde geschoben hatten, dachte ich, Sie würden dann vielleicht noch ein paar Nachbesserungen vornehmen, die sachorientiert und mit mehr Fingerspitzengefühl die Bedürfnisse der Bauern nachvollziehen. Das Gegenteil war aber dann der Fall. Stattdessen haben Sie die Vorgaben sogar noch verschärft und auch die Kleingärtner, die gar nicht zur Anhörung eingeladen waren, unter die grüne Verbotsfuchtel genommen. Und einzig die Proteste gegen die Streichung der Belange der Land- und Forstwirtschaft bei den Gewässerschauen haben Sie aufgenommen und rückgängig gemacht. Aber es bleibt dabei, dass das Gesetz viele Regelungen enthält, die anderen wichtigen Zielen, wie etwa der Reduzierung des Flächenverbrauchs, diametral entgegenlaufen. So heißt es in der Begründung des Gesetzes, ich zitiere, der mengenmäßige Anteil Ackerfläche im Gewässerrandstreifen ist gering, ca. 2000 Hektar, und stellt gemessen an der Gesamtackerfläche in Hessen, was etwa 477.000 Hektar sind, keine relevante Größe dar. Eine solche Aussage ist schlicht und einfach unbegreiflich. Die Landwirte protestieren immer wieder gegen den Wegfall landwirtschaftlicher Nutzfläche, weil das ihre Lebensgrundlage ist. Und dabei werden sie auch immer wieder durch Pressemitteilungen der Grünen unterstützt. So auch am 7. März, liebe Frau Kollegin Dorn, wo Sie sich z.B. zu den gemeinsamen Protesten von Bauernverband und BUND geäußert haben, da darf ich zitieren, wir freuen uns, dass wir starke Mitstreiter haben bei unserem großen Ziel, langfristig den Flächenverbrauch auf netto null zu bringen. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass dafür noch eine Menge Arbeit und viele Gespräche mit allen Interessengruppen nötig sind. Also, liebe Frau Kollegin Dorn, vielleicht fangen Sie einmal bei dem Gespräch mit Ihrer Umweltministerin an. Dann können sich vielleicht einige Probleme auch lösen. Weil 2000 Hektar Nutzfläche, die Sie der Arbeit der Landwirte entziehen, das ist auf einen Schlag mehr Fläche, als sonst in 2 bis 3 Jahren wegfallen, wenn man das 2,5 Hektar Ziel des neuen Landesentwicklungsplans ernst nimmt. Ich sage Ihnen dazu einmal, was Ihnen der Bund Deutscher Milchviehhalter, und die sind übrigens nicht gerade eine Vorfeldorganisation der FDP, bei der Anhörung ins Stammbuch geschrieben hat. Eine Ausweitung des Gewässerrandstreifens wird zu einer weiteren Verknappung der landwirtschaftlichen Fläche führen. Solche Flächen werden zu wertlosen und pflegebedürftigen Ödland herabgestuft, während die betroffenen Landwirte durch das praktische Nutzungsverbot mit verminderten Einnahmen zu kämpfen haben werden. So sieht es nämlich aus. Das betrifft nämlich vor allem kleinere bäuerliche Betriebe. Und selbst die Ökolandwirte haben in der Anhörung eine Ausnahme vom Flugverbot für sich gefordert. Das zeigt doch, dass das Gesetz
die Landwirte vor erhebliche Herausforderungen stellt. Und dazu kommt dann auch noch das Vorkaufsrecht, das Sie für die Gewässerrandstreifen festgelegt haben. Die Folge ist doch klar. Einige Kommunen werden womöglich Land aufkaufen, wahrscheinlich sogar unterstützt durch Förderung aus Landes- oder Bundesmitteln. Damit werden dann die Flächen der Landwirtschaft immer kleiner, und der Wert der Fläche sinkt auch bereits durch das drohende Vorkaufsrecht. Also ein weiterer Baustein der Enteignung der Landwirte. Ich möchte gerne schließen mit einem Zitat aus der Zuschrift des jungen Landwirts aus Babenhausen, den ich bereits zuvor erwähnte und der leider von Ihnen nicht so ernst genommen wurde. Ich zitiere: "Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass jeder Landwirt schlicht aus eigenem Interesse heraus an einer grundwasser- und gewässerschonenden Bewirtschaftung seiner Flächen interessiert ist. Aus diesem Grund muss die Landwirtschaft zwingend weiter mit einbezogen werden, um nachhaltigen Wasserschutz betreiben zu können. Ich möchte ebenfalls gutes Grundwasser für meine zukünftigen Kinder erreichen. Ich freue mich an sauberen Gewässern mit einer ausgeprägten Flora und Fauna. Deshalb kann ich nur an Sie appellieren, einen kooperativen und demokratischen Weg einzuschlagen, als der Entwurf des HWG in weiten Teilen ist." Zitat Ende. Und dem ist auch nichts weiter hinzuzufügen. Wir Freie Demokraten lehnen dieses Gesetz der Enteignung und Verbotsmentalität ab. Wir wundern uns sehr, dass die CDU ein solches Gesetz mitträgt. Und es ist auch eben nicht der goldene Mittelweg, wie ihn Herr Landau eben bezeichnet hat. Und alle Landwirte in Hessen sollten sich ganz ernsthaft fragen, ob diese CDU noch der richtige Ansprechpartner und ein gutes Angebot für den ländlichen Raum und die Landwirte ist. Ich meine, sie haben den ländlichen Raum für Schwarz-Grün geopfert. Und da können auch die Hochglanzbroschüren und Werbekampagnen nicht darüber hinwegtäuschen. Vielen Dank. Danke, Frau Knell. Für DIE LINKE hat sich Frau Schott zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte noch einmal klarstellen, wir waren eigentlich alle auf derselben Anhörung. Allerdings findet sich Frau Dorn in Einklang mit den meisten Anzuhörenden. Bei Herrn Lenders ist das Ganze schon differenzierter. Da geht es um Augenmaß und Lander, Entschuldigung. Da geht es um Augenmaß und Vernunft. Und bei Frau Kollegin Knell geht das agrarpolitische Abendland schon unter. Worum geht es denn eigentlich? Eigentlich geht es doch darum, dass wir die Ziele der europäischen Wasserrahmenrichtlinien erreichen müssen. Und es geht nicht darum, was wir gerade irgendwie im freien Spiel der Kräfte wollen, sondern wir haben eine Vorgabe, und da müssen wir hin. Und gemessen an der Vorgabe haben wir noch einen ziemlich weiten Weg vor uns. Und da muss man natürlich Wege finden, wie die Landwirte das Ganze auch gut verkraften können. Das ist ja keine Frage. Da muss man sich aber genau dafür stark machen, dass eben das möglich wird. Aber man kann doch nicht einfach die Ziele beliebig runterdefinieren. Und das ist doch das Problem, vor dem wir hier stehen und vor dem wir, wenn es um das Wasser geht, an ganz, ganz vielen Stellen stehen. Da ist es das Oberflächenwasser auf der einen Seite, das Grundwasser auf der anderen Seite. Wir haben eine unglaublich hohe Belastung auch der Grundwässer durch das, was in der Landwirtschaft geschieht. Und wir haben natürlich an den Flächen, an den Randstreifen der Flüsse ein enormes Problem. Und da können wir nicht weggucken. Und da können wir nicht irgendwas machen, was mal für ein paar Meter gilt. Und da kann man auch nicht sagen, dann machen wir diese Ausnahmeregelung. Und da sind es mal nur ein paar Meter, und da darf man das eine vielleicht doch noch, und das andere darf man hier nicht. Und ich sage mal in Richtung Frau Dorn, zu kritisieren, warum die Opposition jetzt hier nicht die großen Änderungsanträge vorlegt. Das hat doch etwas zu tun damit, wie Sie beschrieben haben, wie Sie die Anhörung wahrgenommen haben. Man kann Ihnen ja ganz, ganz viel sagen. Man kann Ihnen noch mehr aufschreiben. So ganz viel Auswirkungen hat das nicht. Und dann muss man, ja, einen ganz revolutionären, um mal die Worte des Kollegen noch einmal zu gebrauchen. Und wenn man bei den Worten des Kollegen bleibt, der sagt, ja, es ist eben keine Revolution, sondern eine Evolution in dem Fall. Aber wenn man diese Evolution betrachtet, dann dauert es mit dieser Evolution so lange, dass das Wasser wirklich den Regeln entspricht, ungefähr wie vom Einzeller bis zu den Säugetieren. Und das ist eben nicht die Lösung des Problems. Da braucht man schon ein ganz klein bisschen mehr. Und solange der Ertrag pro Hektar in der konventionellen Landwirtschaft das Maß aller Dinge ist, wird sich da kaum etwas ändern. Dass es das ist, ist ja nicht böser Wille, sondern es ist ganz häufig Not- und Existenzangst. Die Betriebe sind gezwungen, jeden Intensivierungsschritt mitzugehen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Und da müssen wir etwas dran ändern. Und das ist eines der wichtigen Kampffelder. Und dazu sind die Verhandlungen gegenüber dem europäischen Haushalt und der gemeinsamen Agrarpolitik eben enorm wichtig. Da hätten wir gerne, was Frau Ministerin auch schon in der Debatte über das Insektensterben gehört. Und
Wir wollen, dass Sie sich gemeinsam mit der hessischen CDU für eine Verteilung der Gelder aus dem EU-Haushalt für ökologische und soziale Maßnahmen in der Landwirtschaft einsetzen, weil das wäre der Weg, wie wir dahin kommen, dass die Landwirte eben nicht Not und Zeder und Mordio schreien. Und dann ist es halt die Frage, ob man die Agrarlobbyisten außerhalb und innerhalb der Parlamente, ob man denen die Stirn bietet oder ob man sie so weitermachen lässt, wie sie es machen. Der Einsatz des Biodiversitätskillers und des gesundheitsschädlichen Glyphosats und anderer umweltschädlicher Agrochemikalien muss beendet werden. Und das ist nicht nur in den Gewässerrandstreifen, sondern flächendeckend. Wir zerstören damit unsere Umwelt und wir vergiften uns am Ende selber. Das kann doch niemand wollen. Und wir wollen wir Grund- und Trinkwasser schützen und die biologische Vielfalt in und außerhalb der Gewässer wiederherstellen, muss die Landwirtschaft umweltverträglicher werden. Und damit müssen wir sofort beginnen. Und das heißt nicht, dass wir etwas gegen jeden konventionell arbeitenden Landwirt haben. Und das heißt auch nicht, dass wir etwas dagegen haben, dass die Menschen von ihrem Arbeitsertrag auch leben müssen. Da muss man schauen, wie man das ermöglicht und wie man auch in der konventionellen Landwirtschaft so Grenzen einzieht, dass es eben umweltverträglich ist. Deswegen reicht es eben bei weitem nicht, die Gewässerschutzstreifen um 5 m zu verbreitern und dann zahlreiche Ausnahmen zulassen. Der beste Weg, Gewässer, aber auch Klima- und Bodendiversitätsschutz, ist eine flächendeckende Umstellung der konventionellen Landwirtschaft auf agrarökologische Anbauverfahren. Und die richtigen Weichenstellungen sind an der Stelle mehr als überfällig, und die müssen angegangen werden. Und da helfen bestimmte Kompromisse eben nicht, weil das Ziel ist maßgeblich. Und man muss die Abwägungen so treffen, dass das Ziel erreicht werden kann. Dann muss man da, wo es Notwendigkeit braucht, Hilfe zu geben, organisieren, dass diese Hilfe auch möglich wird für die Landwirte. Das ist das Notwendige, was getan werden muss. Danke, Frau Schott. Für die SPD-Fraktion erteile ich Frau Löber das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dieser Novelle des Hessischen Wassergesetzes versucht unser Land einen überfälligen Schritt in die Gegenwart. Doch auch nach dem Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN muss man leider erkennen, das Papier geht nicht weit genug und verfehlt klar eine zukunftsweisende Wirkung. Ehrlich, liebe Kollegin Dorn, war ja wenigstens Ihre Bekenntnis im Ausschuss, dass die Landesregierung Sie beim Änderungsantrag tatkräftig unterstützt hat. Mal sehen, ob die Landesregierung auch uns demnächst bei Gesetzentwürfen behilflich ist. Ich persönlich würde das gerne annehmen, und dann bringe ich auch bis Donnerstag noch gerne einen Änderungsantrag ein. Dabei kritisiere ich erneut den halbherzigen Vorschlag zur Änderung des Gewässerrandstreifenparagrafen, des § 23. Das mache ich nicht exklusiv. Auch die Umweltverbände stoßen sich an der zu kurz greifenden Regelung. Sie haben es in den Ihnen vorliegenden Stellungnahmen und der Anhörung nachvollziehbar dargelegt. Was soll nun positiv im vorliegenden Gesetzentwurf einer Landesregierung mit grüner Beteiligung verändert werden? Positiv ist, dass Sie den Begriff des Gewässerrandstreifens weiter fassen und es auch eine entsprechende Zone im Innenbereich geben soll. Zu begrüßen ist, dass auf dem Gewässerrandstreifen im Innen- und Außenbereich Verbote gelten sollen, die über die Schranken des Wasserhaushaltsgesetzes hinausgehen, wie das Verbot der Lagerung und des Einsatzes von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, das Verbot der Errichtung von baulichen Anlagen und der Ausweisung von Baugebieten. Aber ausgerechnet die Lagerung und den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln wollen Sie nicht auf dem gesamten Gewässerrandstreifen verbieten. Bestehende Ackerflächen sollen noch bis zum Jahr 2022 bis an den Gewässerrand heran umgepflügt werden dürfen. Eine nicht nachvollziehbare Befristung und Begrenzung. Letztlich keine Verbesserung des Gewässerschutzes. Die vorgelegte Novelle kann insgesamt nicht über die dürftige und zweifelhafte Einstellung der Landesregierung beim Schutz der Gewässer hinwegtäuschen. Der Gesetzentwurf offenbart fehlende Logik. Wieder einmal ist keine Linie erkennbar. Verschiedene, sich widersprechende Interessen sollen in einem Gesetz vereint werden.
Dies, liebe Frau Kollegin Dorn, haben Sie sogar völlig frei und offen im hessischen Fernsehen ausgesagt, dass hier viele unterschiedliche Interessen irgendwie vereinbart werden müssen. Sie sagten dort sogar, und das finde ich ganz besonders spannend, für die GRÜNEN ist es bereits ein Erfolg, überhaupt ein Gesetz auf den Weg zu bringen. Dieses Gesetz enthält jedoch keine mutigen Schritte. In den Erläuterungen zum Gesetzentwurf liefern Sie wichtige Fakten. Sie attestieren den Randstreifen vielfältige ökologische Funktionen wie Wasserspeicherung, Sicherung des Wasserabflusses, Verminderung von Stoffeinträgen, Hochwasserschutz für Unterlieger. Sie beschreiben die strukturreiche Ufervegetation mit Gehölzsäumen, Hochstaudenfluren und Gräsern. Allesamt Lebensraum, Vernetzung und Entwicklungskorridor für terrestrische und aquatische Flora und Fauna. Vertrauen Sie doch Ihrer eigenen Expertise. Ziehen Sie daraus richtige und weitreichende Schlüsse. Legen Sie einen Gesetzentwurf vor, der die ökologischen Funktionen berücksichtigt. Mir zumindest fehlt die Vorstellungskraft, wie ein solches Habitat am Gewässerrand aussehen soll, wenn darin zugleich auch tonnenschwere Landmaschinen leben und den Gewässerrand gestalten. Frau Staatsministerin, es wurde eben angesprochen, Sie sagen, dass nur etwa 2.000 von insgesamt 477.000 Hektar Ackerfläche in Hessen auf Gewässerrandstreifen liegen. Das sind, wurde eben auch schon gut gerechnet, lediglich 0,4 %. Wenn Ihnen die 2.000 Hektar Ackerland so sehr am Herzen liegen, seien Sie doch konsequent und schützen Sie die Streifen doch wenigstens auf gesamter Breite. Das ist gerade einmal das ökologisch sinnvolle Mindestmaß. Zahlen Sie den Landwirten dafür aber auch eine gute Entschädigung oder fördern Sie sogar den Ankauf dieser Flächen durch die öffentliche Hand. Denn die Natur wird Sie davon ungeachtet heute und morgen mit der Realität konfrontieren, der Sie sich noch verwehren. Oder soll ich lieber sagen, in der Regierung beugen? Ich ganz persönlich weigere mich zu akzeptieren, dass unser wohlhabendes Bundesland Hessen Gewässerschutzentwicklungsland in Deutschland ist und vor allem bleiben muss. Meine Damen und Herren, denken Sie allein an den Ist-Stand bei der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Im geforderten guten Zustand befinden sich derzeit nur 21 von insgesamt 441 hessischen Bächen und Flüssen. Beschämend. Bemerkenswert ist, dass Sie sogar selbst betonen, dass Gewässerrandstreifen eine wichtige Funktion bei der Erreichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie haben. Die ökologische Qualität der hessischen Gewässer ist schlecht. Daran hat sich auch nichts in dieser Legislaturperiode geändert. Verbessert hat sich am Zustand nichts. Dies untermauern auch die Daten des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Die ermittelten Daten zeigen, dass, wie schon bemerkt, nur 21 der insgesamt 441 Gewässer in einem guten Zustand sind. Kriterien sind hierbei die Anzahl an Tieren und Pflanzen sowie Schadstoffe im Wasser. Spätestens in 9 Jahren, im Jahr 2027, soll die Qualität aller Gewässer in Hessen insgesamt gut sein. Dies fordert die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union. 21 Gewässer sind derzeit in einem guten Zustand. Das sind, wir rechnen wieder, bei 441 betrachteten Gewässern in Hessen gerade einmal 5 %. 5 %, und damit ist Hessen auch hier am unteren Ende der Bundesländer. Das vorliegende Gesetz wäre eine Chance gewesen, die Qualität der Gewässer zu verbessern. Seien Sie doch einfach ehrlich. Sie werden die Wasserrahmenrichtlinie nicht umsetzen, und Sie wollen es auch nicht wirklich. Ein wichtiger Schritt wäre gewesen, unserem Haushaltsantrag zur Einführung einer Wasserabgabe zuzustimmen. Eine Wasserabgabe, die zumindest teilweise für die Verbesserung und den Schutz der Gewässer hätte verwendet werden können. Eine Wasserabgabe mit 67.500.000 Millionen € Einnahmen aus der Einführung einer Abgabe auf Oberflächen-, Grund- und Kühlwasser für die industrielle und gewerbliche Wassernutzung und Wasserversorgung.
Hessen ist eins von wenigen. Soll ich es Ihnen noch einmal vorlesen? Nein, Sie können ja im Protokoll schauen. Ich habe ja den Absatz vorgelesen, wie das umgesetzt werden könnte. Hessen ist eins von wenigen Bundesländern, die auf eine Wassernutzungsabgabe verzichten. Dabei wird diese Abgabe vom Bundesumweltamt nachdrücklich empfohlen. Obwohl die Forderung einer Wasserabgabe, das haben Sie sicherlich auch verdrängt, auch im Wahlprogramm von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu finden ist. Wir müssen endlich der Einnahmeverantwortung des Landes nachkommen, wenn wir Gewässerschutz und Verbesserung der Gewässerqualität ernst nehmen. Ich appelliere an Ihre Vernunft. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Nun haben wir den Gesetzentwurf einmal und endlich auf dem Tisch. 2 Jahre hat dieser Prozess gedauert. Lassen Sie uns die Zukunft unserer Gewässer endlich auf stabile Füße stellen. Alles andere ist unglaubwürdig. Damit wir die Einwände aus der Anhörung noch angemessen diskutieren können und um Ihnen noch eine Möglichkeit für ein Wassergesetz zu geben, welches den Anforderungen an die Zukunft gerecht wird, beantragen wir eine dritte Lesung. Zukunft, liebe Kollegin Dorn, Zukunft muss man nicht nur wollen, sondern auch können. Zukunft jetzt machen. Danke. Danke, Frau Löber. Für die Landesregierung spricht Staatsministerin Hinz. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Ich bin froh, dass wir uns jetzt auf der Zielgeraden befinden für ein modernes Wassergesetz, das für mehr Gewässerschutz nicht nur sorgen soll, sondern auch sorgen wird. Es ist richtig, wir haben eine Wasserrahmenrichtlinie, auf die wir hinarbeiten. Wichtig ist, dass mit diesem neuen Wassergesetz einmal ein Gewässerrandstreifen auch innerorts ausgewiesen wird. Das gab es bislang in Hessen nicht. Künftig werden 5 Meter innerorts als Gewässerrandstreifen ausgewiesen. Und außerhalb bleiben die 10 Meter. Aber was wichtig ist, auf dem gesamten Gewässerrandstreifen werden künftig keine Pflanzenschutzmittel mehr eingesetzt werden dürfen, und es wird auch der Einsatz von Gülle verboten. Und das aus gutem Grunde. Und das sage ich ganz deutlich. Und das hat nichts mit Enteignung zu tun, Frau Abgeordnete Knell, sondern das hat etwas damit zu tun, wie wir es schaffen, dass unsere Gewässer in einen guten Zustand versetzt werden, und zwar chemisch, biologisch, aber auch was die Gewässerstruktur angeht. Weil nur dann ist es möglich, dass sich wieder Fischsorten ansiedeln oder der Lebensraum erhalten bleibt, dass sich Pflanzen, Muschelarten dort ansiedeln können. Das alles trägt zur biologischen Vielfalt bei. Und nur mit einer hervorragenden biologischen Vielfalt werden wir auch künftig sauberes Wasser haben, nicht nur saubere Oberflächengewässer, sondern auch sauberes Grundwasser und damit Trinkwasser, fruchtbare Böden und auch gute Luft. Und weil die Landwirte das ja auch wissen, haben wir ja auch mit den landwirtschaftlichen Verbänden im Vorfeld darüber diskutiert und sind auf den 4-Meter-Streifen gekommen, genau der, der auch in der Düngeverordnung festgelegt wird. Also hier gehen wir synchron mit der Düngeverordnung des Bundes, die ja auch über den Bundesrat entsprechend festgelegt wurde. Und von daher befinden wir uns hier in völligem Einklang mit dem, was bundesrechtlich vorgegeben ist. Meine Damen und Herren, wir wollen die Eigendynamik der Bäche und Flüsse fördern, und das ist ein Erfolgsrezept auch für die Renaturierung. Und natürlich
ist es auch wichtig für die Anpassung an den Klimawandel. Nur da, wo Gewässerrandstreifen freigehalten werden von baulichen Anlagen, die fest installiert sind, werden wir auch Streifen haben, wo Bäche und Flüsse mal über die Ufer treten können aufgrund des fortschreitenden Klimawandels. Das ist nicht nur eine ökologische Frage, sondern das ist auch eine ökonomische Frage, weil am Ende tragen nämlich den Schaden wir alle, wenn alles wieder repariert werden muss, was da von den Wassermassen zerstört wurde. Meine Damen und Herren, natürlich ist es wichtig, dass wir der Landwirtschaft auch einen Ausgleich geben. Und da geht es nicht um die Frage, Frau Abg. Knell, ob da Flächen versiegelt werden. Das werden sie nämlich nicht. Die können entweder weiterhin genutzt werden von den Landwirten, oder man kann über ökologische Flurneuordnung kann man Flächen umlegen. Das bieten wir jetzt schon an und werden es gerade vermehrt im Hinblick auf die neuen Gewässerrandstreifen auch machen. Und wir werden, und auch das ist ein Grund, weshalb wir auf das Jahr 2022 gehen, wir werden natürlich auch die neue GAP-Periode nutzen im Hinblick auf neue Agrarumweltmaßnahmen und deren Finanzierung. Weil es ist klar, Landwirte brauchen auch einen Ausgleich für das, was wir ihnen an Naturschutz abverlangen. Meine Damen und Herren, das ist völlig klar. Und gerade darum kämpfe ich oder habe schon gekämpft bei der letzten Agrarministerkonferenz um einen guten Beschluss, was die künftige GAP angeht. Wir haben einen einstimmigen gefasst. Wir haben im Bundesrat eine gute Entschließung gefasst im Hinblick auf die künftige GAP-Periode. Jetzt kommt es darauf an, erstens, dass die EU-Kommission uns da nicht die Mittel aus der Hand schlägt, und zweitens, dass die Bundesregierung den Bundesratsbeschluss, der mit allergrößter Mehrheit gefasst wurde, am Ende des Tages auch umsetzt. Und hierfür werde ich kämpfen. Das kann ich Ihnen versprechen. Weil mir ging es von Beginn an meiner Amtszeit darum, dass wir den Naturschutz natürlich hochhalten und dass wir mehr Naturschutz erreichen, dass wir das aber nicht auf Kosten, völlig auf Kosten der Landwirtschaft machen, weil wir brauchen auch die Landwirtschaft in diesem Bereich. Und da, wo wir der Landwirtschaft etwas abverlangen, müssen wir auch für einen entsprechenden Ausgleich sorgen. Und meine Damen und Herren, Frau Abg. Löber, ich kann Ihnen nur sagen, ja, die Zukunft beginnt jetzt, und die Zukunft beginnt auch mit einem solchen Gesetz, das eines der fortschrittlichsten in der ganzen Bundesrepublik ist. Und da kann ich Ihnen nur sagen, ich bin froh, dass hier eine solche Koalition regiert, die nicht nur große Sprüche macht, sondern auch handelt. Und ich hoffe sehr, dass wir das in den nächsten Jahren auch weiter so halten können, dass wir handeln und dass wir nicht nur reden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Es ist dritte Lesung beantragt. Das heißt, wir überweisen diesen Gesetzentwurf der Landesregierung zur Vorbereitung eben dieser dritten Lesung in den ULA. Da regt sich kein Widerspruch, dann machen wir das so.